Herzlich willkommen zurück bei Bücher über Berlin im immer noch kalten Berlin. Oh, du hast dir die Haare gefärbt. Ja, ich dachte, schwarz ist auch eine schöne Farbe. Sehr schön, steht hier. Ja, danke sehr. Ich überlege jetzt an so einem Afro. Ja, ja, cool. Gib mir 3 Jahre dann. Wie der Sohn des neuen New Yorker Bürgermeisters. Hat er so einen? Der hat einen richtigen alten Afro. Ah. Ja, aber wir schweifen schon wieder ab. Alter Afro könnte auch was anderes als eine Frisur sein. So! Dass die groteske Situation dieses Gespräches kann ich noch toppen mit dem wunderbaren Buch Koma von John Niven. Koma saufen? Nein. Schade. Koma wie Koma. Ich liege im Koma. Aha. Nach dem Koma saufen. Nach dem Koma saufen. Aber es hat mit Alkohol nichts zu tun. John Niven haben Sascha und ich ja schon gemeinsam präsentiert bei Gott bewahre. Genau. Also, das kenne ich noch nicht. Nee. Aber du hast mir ja mit Gott bewahre damals John Niven geschenkt. Die John Niven-Welt. Ja. Ein neues Universum. Der Mann ist echt geil. Also er schreibt einfach richtig heißen Scheiß. So, darf man das so sagen? Ja, ja, darf man. Worum geht's in dem Buch? Wir laufen ja nach 18 Uhr. Oder nach 20 Uhr. Ja. Nee, wir laufen, wann immer ihr wollt. Das ist ja Bildung. Da kann man ja auch mal so. Worum geht's? Das Buch geht ums Golfspielen. Ach. Freunde, ich habe gar keine Ahnung von Golf. Ich auch nicht. Ich habe es trotzdem verstanden. Aber es gibt den Synchron-Golf-Club, weißt du? Tatsächlich? Tatsächlich. Es gibt auch Schlafzimmer-Golf. Darauf möchte ich jetzt aber nicht. In Fließensee. Fließensee? In Schlafzimmer-Golf? Ja. So, Golf! Ich kenne nur Taschengolf. Taschenbillard. Koma, Billard. Koma. Scheiße. Also, es gibt 2 Brüder, die heißen Gary und Lee. Beide spielen gerne Golf. Das Ding ist, Gary kann nicht Golf spielen. Das ist ein total untalentierter Typ. Das ist auch ansonsten voll der Loser-Typ. Seine Frau betrügt ihn. Die ganze Familie macht sich über ihn lustig. Der Bruder verarscht ihn. Der ist vom Leben gebeutelt. Der geht an seinem, ich weiß jetzt leider nicht wie vielten, aber an einem runden Geburtstag, geht der auf den Golfplatz. Mutterseelen allein, weil keiner richtig mit ihm feiert und der vom Leben so gestraft ist. Und also ein schlechter Golfspieler, das ist untertrieben. Der Mann, der trifft noch nicht mal den Ball. Das ist wirklich eine Katastrophe. Aber er macht das mit so einer Leidenschaft, mit so einer Inbrunst, das ist einfach herrlich. Und er geht auf den Golfplatz und spielt. Oh, jetzt geht die Sonne auf, pass auf. Oh, gleich. Und dann Wärme. Trifft ihn auf diesem Golfplatz, als er den perfekten Schwung landet, ein Golfball von jemand anderem am Kopf. Der Mann fällt ins Koma, liegt lange im Koma, wacht auf. Und wisst ihr, was passiert? Er kann Golf spielen. Er kann Golf spielen. Er spielt Golf wie ein junger Gott. Er spielt Golf besser als Tiger Woods und alle, wie sie heißen. Er geht zu den Amateur-Golfmeisterschaften. Der spielt sich bis ganz nach oben. Das ganze Land wird aufmerksam. Presse, Fernsehen, alle kommen, alle wollen ihn sehen. Alle finden das ganz, ganz toll. Also der Typ, der erlebt einfach wirklich einen Höhenflug mit etwas, was er von Herzen liebt, nämlich das Golfspielen, was eine große Leidenschaft ist. Das Problem ist, das gute Golfspiel ist nicht das Einzige. Der hat so Tourette-Syndrome. Ach, schön. Schreien und Fluchen, was auf dem Golfplatz gegen die Regeln verstößt. Spontanes Masturbieren, was erst recht gegen die Regeln verstößt. Auch vor schade. Allem bei einer Weltmeisterschaft mit Fernsehübertragung. Ihr müsst das einfach lesen. Es ist zum Schreien komisch. Das klingt gut. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich witzig, in was für Situationen er sich bringt. Und er bleibt dabei immer authentisch, ist total charmant und ist einfach so liebenswert. Und man wünscht ihm wirklich nur das Beste. Und natürlich lernt er dann auch irgendwie eventuell eine neue Frau kennen. Und er kommt also auch dahinter, dass seine Frau ihn betrügt. Und er rechnet mit seiner ganzen Familie ab, die jetzt natürlich das große Geld wittern, jetzt wo er Profigolfer werden könnte, werden wird. Herrlich, lest dieses Buch. Wenn wir Sterne vergeben würden, würde ich 10 von 10 vergeben. Wir sollten Sterne einführen. Sterne? Ach. Oder eine Wertung oder irgendwas. Nee, bei mir sind es ja immer 10 von 10. Ja? Sonst würde ich hacken. Ah, okay. Oder Eiskristalle. Ich vergebe 10 von 10 Eiskristalle. Auf jeden Fall kenne ich schon ganz viele, die Golf spielen. Für die müsste das ja dann dein Traum sein. So. Ich denke, wer den Sport kennt, der findet das super, weil es ist anscheinend, ich glaube, John Niven spielt selber oder hat es zumindest wahnsinnig gut recherchiert. Und wirklich auch alle, die sonst nichts von Golf verstehen, traut euch, weil das braucht ihr gar nicht. Und er erklärt alles. Also ich habe das Buch leider vor einem Dreivierteljahr gelesen, aber ich hatte bestimmt vor ein paar Monate danach noch die ganzen Fachausdrücke drauf. Also man kann es auch als Golf-Crash-Kurs. Sehr gut. Ja, John Niven, Koma. Golf zum Lachen.
Viel Spaß. Viel Spaß.